Also heute gibt es hier die 5. Gesundheitskonferenz in der Seestadt. Wie in den letzten Jahren schon, auch wieder in einem hybriden oder Streaming-Modell. Das ermöglicht uns wirklich sehr viele Teilnehmerinnen und auch sehr, sehr interessante, attraktive Vorträge. Ich freue mich sehr, dass wir so viele Teilnehmerinnen haben. Und es geht einfach darum, einmal zu zeigen, was ist notwendig, wie geht es den Kindern, was müssen wir machen. Und natürlich ist uns wichtig, was entwickeln wir hier in der Seestadt. Und hier haben wir ja viele Maßnahmen, vor allem für Kinder und Jugendliche. Und darüber werden wir auch berichten. Diesmal ganz besonders im Mittelpunkt die besonders stark auch von der Pandemie getroffenen und beeinträchtigten jungen Menschen, Jugendliche, die mit ihren Problemen in der Schule, außerhalb der Schule natürlich besonders kämpfen. Uns ist wichtig, dass wir möglichst viele Menschen erreichen. Das heißt, wer heute nicht dabei sein kann, kann das jederzeit abrufen. Wir werden das eben auch online ins Netz stellen.